Heute berichte ich über den PMC, das ist der Paderborner Minicar Club. Hier wird Automodell-Rennsport betrieben. Der Club hat 28 Mitglieder, davon 20 aktive. Im Bürgerhaus Weber wird trainiert und auch Rennen gefahren. Und so ein Rennen wird heute und morgen ausgetragen. Die Rennstrecke hat eine Länge von 90 Metern, 8 Linkskurven, 5 Rechtskurven und eine Gerade von 30 Metern. Heute ist nur Training und morgen am 19.01. das Rennen. Wie beim richtigen Autorennen gibt es auch hier eine Rennleitung mit elektronischer Zeitnahme und Anzeige. Circa 20 Teilnehmer sind am Start in den Klassen Buggy und Tourenwagen. Nun bin ich im Fahrerlager und hier wird fleißig geschraubt und justiert. Jeder dieser Piloten hat viele Ersatzteile dabei. Kleine Reparaturen sind dann schnell erledigt. Dieser Pilot prüft gerade die Bodenfreiheit des Modells B6.1. Alle Modelle sind im Maßstab 1:10. Bei den Buggys wird nur oder vorwiegend die Hinterachse angetrieben. Dieser Monster Truck ist ein Desk 2.10, ebenfalls mit Hinterradantrieb. Dieses Modell heißt Serpent 46, 4WD, Allradantrieb. Dieser Tourenwagen LMI mit Allrad 4WD erreicht eine Geschwindigkeit in der Halle bis 50 Stundenkilometern. Diese Batterien haben eine Leistung von ca. 10 bis 20 Minuten, je nach Fahrweise. Hier ist nochmal ein Buggy aus England, Typ SB401 mit Allrad. Das sind alles Ersatzmotore von einem Piloten. Mit diesen Fernbedienungen werden die Rennwagen von ihren Piloten gesteuert. Und nun bin ich an der Rennstrecke und schaue den Piloten beim Fahren zu. Zuerst werden die Buggys hier trainieren und danach kommen dann die Tourenwagen dran. Die fahren auch getrennt. Da werden dann die Sprungbretter entfernt, denn die können nicht über solche Hindernisse fahren. Wie Sie sich sicher vorstellen können, braucht man unwahrscheinlich viel Geschick, um so mit diesen Fahrzeugen umzugehen. Ich würde mir das jedenfalls so nicht zutrauen. In der kurzen Trainingspause wird die Piste noch etwas repariert, damit die Tourenwagen vernünftig fahren können. Das werde ich jetzt auch nicht mehr weiter kommentieren. Genießen Sie einfach den Fahrspaß. Heute ist ja das Freundschaftsrennen, aber zunächst ist erstmal die Fahrerbesprechung. Ja, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Ja, willkommen zum zweiten Freundschaftsrennen. Ich glaube, die meisten sind hier eigentlich auch schon mal mitgefahren, also kennen eigentlich den Ablauf. Zeitnahmeschleife ist da vorne. Start bei den Vorläufen machen wir wieder Anfang der Geraden. Bei den Finalläufen auf der Geraden mit der Startaufstellung, das seht ihr leider noch. Wir fahren diesmal Vorläufe und Finalläufe 7 Minuten, beides, weil wir jetzt nicht so viele Leute sind, dann habt ihr ein bisschen mehr Fahrzeit. Zeit, Fehler zu machen. Genau. Ja. So wird es vielleicht mal spannender. Die letzte Minute. Vorläufe wie immer nach Zeit gewertet, der Beste zählt. Finalläufe nach Punkten, wie üblich.
Nun beginnen die Vorläufe. Es werden in jeder Klasse 3 Rennen gefahren. Für jeden Piloten werden die 2 besten Vorläufe gewertet. Die Vorläufe wurden auf 7 Minuten festgelegt. Hier fahren jetzt die Buggy-Klassen erst 2WD, dann 4WD. Nach jedem Rennen werden die Fahrzeuge geputzt, justiert, neu eingestellt. Die Piloten stehen erhöht, damit sie die Fahrzeuge gut steuern können. Das sind jetzt die Vorläufe der Tourenwagen, die ebenfalls 7 Minuten fahren und um ihre besten Zeiten kämpfen. Bei den Vor- und Finalläufen werden Streckenposten benötigt, die die Fahrzeuge nach einem Crash wieder auf die Räder stellen. Die Rundenzeiten werden auch ständig angesagt. Nach dem Rennen wird sofort wieder geputzt, justiert und eingestellt. Die Piloten stehen jetzt bereit für die Finalrunde. Die Fahrzeuge stehen in der Startposition und nach dem Signal geht es los. Jeder gibt jetzt sein Bestes. Das Material wird nicht geschont. Es geht nur noch um Rundenzeiten. Ich bin sehr erstaunt, was diese Fahrzeuge so aushalten. Bei den kleinen Crashs müsste eigentlich viel mehr kaputt gehen. Die Piloten müssen sehr konzentriert sein, denn jeder kleine Fahrfehler kostet wertvolle Zeit. Und hier kann man auch die Streckenposten im Einsatz sehen. Ganz schön gefährlich. Hier stehen jetzt die Piloten der Tourenwagen und auch hier geht es wieder um Rundenzeiten und gleich wird das Rennen gestartet. Bei den Tourenwagen geht es jetzt nur um Schnelligkeit ohne Sprünge. Hier wird einfach im Kreis gefahren und durch die scharfen Kurven eine hohe Geschwindigkeit wird herausgeholt, in der Geraden bis zu 50 Stundenkilometern. Wenn Sie nun auch Lust bekommen haben, diesen Rennsport zu erleben, dann melden Sie sich unter der Webseite des MCP Paderborn an. Wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, dann sollten Sie auf Abonnieren klicken. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, erstmal toll, dass so viele hier erschienen sind. Also über 20 Starter trotz parallelen Messerennen. Fand ich echt super. Finde ich schön, dass ihr gerne hierhin kommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das sind jetzt die Gewinner des heutigen Rennens. In 14 Tagen ist wieder ein Rennen in Wever. Da dürften Sie gerne zuschauen.